Wirklich. Also das, für manche Menschen ist das witzig, aber für mich ist das aufgrund von dem Nikotinentzug echt, dass ich mich momentan nicht konzentrieren kann. Ist schwierig. Zurzeit aktuell. Ist das doof? Ich will einfach nur drei Rentiere haben oder Hirsche oder so. Bist ein Mensch, oder? Lol, das ist kein Mensch, das ist ein Baumstamm. Was zum? Jo, sieht man erstmal. Ah, du bist. Mist, ich schmelze andersrum. Sieht man erstmal einen Baumstamm Menschen. Voll normal, ey. Ich brauche drei Geweihe, das heißt, Rehe ohne Geweih bringen mir gar nichts. Logischerweise. Wie steige ich hier ab? Das war jetzt, glaube ich, nicht so der ganz herkömmliche Absteig. Aber hey, Absteig. Ist irgendwas passiert? Ihr seht nicht so hoch. I'll be the one to find it. Just you wait and see. Wie bitte was? Wie bitte wie? It must be around here somewhere. Was denn? Dann schreib mal Jungfrau. Grüße, tapferer Krieger, komm mit meinem Kamm zu suchen. Verloren liegt in den tiefen Weiten, wohin nur kühne Recken schreiten. Wacker bleibt, heißt das Blut, flieht im Schlamm nicht euren Mut. Ihr findet mich im rauschenden Fluss, dem Helden winkt zum Lohn ein Kuss. I think there are some spots you missed. What are these men hunting for? My coat. Whoever finds it wins an evening of my company. Just you wait and see. Care to join them? It must be around here somewhere. Wegen dem Kamm. Hat die gesoffen? Nein, 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 tauchst du bitte wieder auf? Tauch auf! Bist du des Wahnsinns? Alter, Baumstamm wie der Mensch? Ja, so, keiner. Wieso erfriere ich dann in diesem Wasser? So, ist das Sinn der Sache, dass ich da drin erfriere? Ich befürchte schon. Naja, gut. Kann man nichts machen. Ich werde auf jeden Fall ihren komischen Kamm nicht suchen. Können die knicken. I'll be the one to find it. Just you wait and see. All places, whether high and dry or Stadt. Low and wet. Ja, bla. Oh. Ich. Stadt. Warte mal. Rätsel, Reichtum, Artefakte. Ich kann mir vorstellen, was eine Reichtumsgedöns ist, ey. Lol. Da ist noch ein Pferd. Da haben wir schon ziemlich, naja. Ja, ziemlich. So Menschen mag ich auch überhaupt nicht. Notgeil? Ich finde dich mal notgeil. Ich finde, das ist so ein bisschen. Das klang ja eher so, als würde sie da so ein bisschen den verarschen. So, such meinen Kamm. Vielleicht liegt der Kamm nicht mal da drin. Würde ich fast denken. Bin ich hier richtig? Oder bin ich schon nicht mal so ein Stückchen höher? Für auf jeden Fall das Rätsel. Noch näher ran kann ich nicht, ne? Nee, kann ich nicht.
Ich muss, glaube ich, eher einmal rum für den das Reichtumsgedöns. Auf dunkel und feucht rausgehört. Das macht sie wahrscheinlich extra halt, um den Typen so ein bisschen zu motivieren, dass der arme Kerl weiterhin da in diesem... Was? Ach, das ist... Ist das unter mir? Okay, warte mal einen Moment. Gibt's hier irgendwie eine Höhle oder so? Das würde erklären, warum es ständig hier wegploppt. Vom Radar. Komm. Sei mal... So war das nicht gemeint. Oder auch nicht. Okay. Die Karte verwirrt mich noch ein bisschen, muss ich zugeben. Oh. Da steht ja noch jemand. I think I found the comb. Wait. This is a jawbone. Okay. Ich kann ja irgendwie nichts machen. Ach doch, einfach kaputt hauen. Seems legit. Dass sogar hier oben einer nach diesem Kamm sucht, obwohl sie unten hockt, ist halt auch geil. Muss mal sagen. Ist jetzt das, was ich dachte, was ist. Nee, noch nicht ganz. Hoppala. Hä? Warte mal. Jetzt bin ich genau auf diesem goldenen Ding. Okay. Show me. Ja, warte mal. Na. Was haben wir denn da? Ach so, ist wieder Erze. Ich kann mir vorstellen, was da in dem Dingens ist, wenn ich ehrlich bin. Treffe ich hier das Wasser? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Fuck. Es war ein Meter zu weit links. Frage ist nur, wo hat er gespeichert? Wo bin ich? Ah! Das heißt, ich muss jetzt die Schätze wieder einsammeln. Habe ich recht? Nee, hat er schon. Nee, muss ich noch. Aber ich denke mal, dass der Kamm dann halt, da halt irgendwie in dem... Dingens ist im... Wasserfall. Naja, du sollst da hoch. Was ist der eigentlich? Ich hab jetzt... Ach so, blockt der, okay.
Bäume fällen können wir schon mal nicht. Ich wollte gerade sagen. Hier war doch vorher auch was drin. Du kannst keinen Link senden, Jen. Es tut mir leid. Das haben wir wieder enabled. Kann ich hier jetzt runter? Also, du siehst den Link, ich sehe nur Sternchen. Wenn es aber ein Clip ist, wir haben im Discord einen Channel für Clips. Ich würde es sehr appreciaten, wenn du ihn dann reinhaust. Vielen, vielen Dank. Also es ist einfacher für mich, die zu sehen und gegebenenfalls, wenn ich irgendwann mal genug Clips habe, daraus auch ein Video zu machen. Okay, I got you. Fuck it, ey. Ich trau mich nicht, also ich trau mich jetzt nicht nochmal zu springen, wenn ich ehrlich bin. Daher, springe ich jetzt nicht. Sondern ich glaube, ich gehe auf normalem Weg wieder runter. Gehe ich auf normalem Weg wieder runter? muss ich mich gerade mal selber fragen, tue ich das wirklich? Ja, ich glaube schon. Ich habe begriffen, dass es kalt ist. Das musst du mir jetzt nicht jedes Mal sagen. Ich mache die andere Taktik. Ja, kann ich, Gott, ich komme nicht raus. Kann ich verstehen. Ich bin aber nicht so gut im Zielen. Manchmal. Jedenfalls auf große Entfernung nicht mehr. Und deswegen ist das dann immer so. Weiß ich nicht. Das ist immer so eine gute Idee ist. Das nochmal zu machen eigentlich. Kann man. Das Ding ist. What do you see, Sunim? Was ist denn da? Oh lol, das ist die Quest, wo ich eigentlich. Okay, das ist Rätsel. Wie kann ich eigentlich mit dem runterfliegen? Geht das irgendwie? Okay, geht. Danke. Na, nicht wieder hoch, nicht wieder hoch, nicht wieder hoch. Bist du der Deppert? Ich will wissen, was das ist. Kackvogel. Ich habe jetzt gesehen. Wir gehen erstmal hier oben in das Ding, also da drüben hin und dann runter, um zu gucken, wie ich ohne zu erfrieren in diesen Wasserfall komme. Ich könnte mir vorstellen, dass in diesem Wasserfall der Kamm sein könnte. Von der blöden Kuh. Dass das ein Ort ist. Das sah gerade ganz weird aus. Jetzt greift uns ein Yeti an hier oder was? Wo zum lande ich hier bitte? Was? Hier unten lebt jemand? Ja, sicherlich. The Volnir will want this. Was?
Ist es nicht auf Dauer ein bisschen kalt hier unten zu wohnen? Also ich weiß ja nicht, ne? If you come looking for bears, there are none living here. Not now. But I have a better proposition than a rousing hunt. If you are a true Drenger, a warrior with honor running like sunlight in your veins, then you may help me fulfill my destiny. Okay. Mit zittriger Hand geschriebener Zettel. Mein König, ich hoffe, meine Worte fliegen zu dir nach Valhalla. Ich verbleibe in Midgard. Als einziger der Drengir bin ich in unsere Heimat zurückgekehrt. Und es ist nicht dasselbe. Eine Totengrube könnte nicht lebloser sein. Helheim wäre ein trostvollerer Ort. Ich gelobe dir mein Leben an. Schicke mir nun einen guten Tod, Erik. Was ist denn die Quest? You're a long way from any warm hearth, warrior. Is this where you call home? My name is Erik Loyalskull. The great King Ragnar Lothbrok named me such. When we fought tearing up the fields of England, we built families. Stand da gerade Englerland? Sailed mountains. Fought for whole seasons. Now he is gone. All of Norway laments the passing of King Ragnar. I cannot imagine the sorrow his warriors now feel. We are but six who remain. His most loyal, Drengir. Yet without his guiding light, his strength and vision, we are lost. It was in this cavern that I knew my life was tied to Ragnar's. We were young, hunting a bear when we chanced upon this spot. He killed it with nothing but a knife. Leapt on its back, held tight, writhing like a fly on a dragon, he stayed put. Mm-hmm. And it was done. Together we celebrated the kill. What happened? As if we had felled the beast together. That is when I knew I would live and die for this man. I did not die beside my lord in Alli's pit of snakes. But I can make amends. Fight me, warrior. Send me to meet him in Odin's hall. Okay. Englerland, mein Lieblingsland. Come on. It is with great honor I will fight a true Drenger. Den macht man schon jetzt voll. When you're ready. Very well. For Ragnar Lothbrok, the true king of Norway. King. Oh. What? Alter, wie schnell bist du denn? Stop you. Your claws for Odin. Ow. Ow. No. Oh Gott. Ich glaube so. Ich bin glaube ich zu langsam mit der, oder? Okay, das müssen wir glaube ich später machen. Der ist noch ein bisschen zu hart und ich bin einfach zu langsam mit der Zweihand. Axt. Ach schon. Der hat jetzt aber reingehauen. Wo sind wir denn jetzt? Ach lol. Okay. Ja gut, Deutsche kann ich verstehen. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es hier in dem Spiel Deutsche geben wird. Jetzt muss ich wieder in diese Höhle rein, um das alles zu sammeln, was da drin war. Und oh mein Gott. Ich hätte mir das vorher überlegen sollen, dass das eine scheiß Idee ist. Fuck you. Na. Ich und Steuerung. Jetzt gehst du da jetzt mal hoch anstatt im Viereck zu. Danke.
I should get this to the seer. Ah. Oh, to the seer. Bin ich jetzt hier schon eine Quest am machen, die ich eigentlich gar nicht machen sollte? Ups. Ja, ich wollte ja eigentlich jagen. Aber irgendwie habe ich das auch nicht mehr so ganz. Naja. Balka the Seer can use this. Genau, wer braucht schon. Buch? Wer braucht schon Hauptstory, wenn man Nebenquests hat? Richtig. Muss ich jetzt mal alles herstellen. There are none living here. Ja, Bärschmerz, hab ich auch gelesen. Toll. If you are a true Drenger, a warrior with honor running like sun. Nein, du darfst es ruhig. Darfst ruhig noch ein bisschen leben, das ist okay für mich. Okay, was? Let's get you to Valka. Okay, ich glaube, ich muss die wirklich später irgendwie zur Seherin bringen. Naja. Hab ich das wenigstens jetzt schon erledigt. Hörst du? Nein, runter! Kommst du da runter jetzt? Ah, a plan for Volker. Ja, da sollst du jetzt hoch, oder warum geht das jetzt nicht? Gut, wenn ich den herkömmlichen Weg nicht hoch kann, dann gehe ich halt so hoch. Let's get you to Valka. Bin ich jetzt wieder am Eingang oder wo bin ich? Okay, ist ein anderer Eingang noch zu der Höhle. Hier hat mal jemand genächtigt vor geraumer Zeit. Wieso bin ich jetzt so weit weg? Ah, da wäre der aus. Guck. Ja, machen wir den mal. Kann ja nicht schaden. Bitte. Weil. Nee, hast du nicht. Nee. Oh, Wölfies. Das war's mit den Wölfies. Der hatte mich schon geweiht. Jo, Proviant ist voll, das ist schön. Oder auch nicht. Kann man jetzt sehen, wie man will. Hirschhuf. Ich dachte, ich soll ein Geweih mitnehmen. Okay.
Da glitzert es gülden. Achso. Ein Holzbein. Oh, was kann ich hier verbessern? Oh, okay. Ja, ja, okay. Größere Mahlzeitenbeutel. Den kann ich natürlich nicht verbessern. Wow. Ja gut, ist ja nicht so schlimm. Habe ich doch gerade. Chill mal. Oder kann ich hier noch was verbessern? Nee, ist auch die Neuigkeit. Zeig mir noch fünfmal, dass du verbessern kann. Übrigens, du kannst. Konntest was verbessern. Das wollte ich dir jetzt nochmal mitteilen, weil das so cool ist. Das ist so ein geiles Feature von uns Ubisoft-Leuten. Wir haben uns da richtig. Was? Ja. Richtig was einfallen lassen. Nutzt es mal. Und wenn du schon genutzt hast, dann denk bitte nochmal dran. Weird. Weird, weird stuff. Eisenerz, das ist nett. Oh. Und noch was. Was ein Proviant stört mich ein bisschen, dass man sich so gesehen halt einmal heilen kann und dann ist dann war. Das finde ich jetzt noch nicht so knorke. Das könnte besser sein. Ha, Mist, da komme ich gar nicht hoch. Na komm. Jawohl, ja. Ist einfach nur schön, ey. Heftig. So, jetzt habe ich. Was ist denn das? Achso, Werkershütte. Hä? Okay, keine Ahnung, was das, was manches hier wohl ist. Herrenlose Zuflucht. Ich glaube, es was ich mir als nächstes. Ding ist nur, war das nicht früher so, dass man einfach hier runterspringen konnte? Das ist jetzt irgendwie auch gar nicht mehr, ne? Also dass man so irgendwie so, ohne Schaden zu kriegen, irgendwie so einen Busch oder so springen konnte. Alter, Hilfe. Ah, tut mir ja beim Zuweg gucken schon weh, du. Heuhaufen. Ja. Immer? Ich hab's extra schon angepasst für den Teil, so halt Busch, weil Heuhaufen mitten in der Walahei, in der Eiswüste. Das wäre jetzt ein bisschen sehr unrealistisch, oder?
wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ne, jetzt hatte ich gerade nichts, wo ich irgendwie reinspringen konnte. Jedenfalls nichts, wo er mir jetzt gesagt hat, so... Spring dahin. Was ich sehr schade fand, weil ich es früher immer sehr beeindruckend. Ist die wieder hier irgendwo unten drunter? Safe. Have a look soon in. Muss man hier wieder irgendwo reinlatschen? Nein. Wird. Da stand auch was von herrenloser Zuflucht und da ist auch was Goldenes unten drin. Wie zum... kommt man hier in diesen Berg rein? Okay, keine Ahnung. Also weiß ich nicht, wie das hier ist, aber in Odyssey und Origins gab es bei manchen und bei manchen nicht. In Odyssey sind das zum Beispiel anstelle des Heuhaufens auch mal Blätter oder Blumenblätterhaufen oder Wasser. Ja, Wasser ist ja auch für mich vollkommen fein und verständlich. Wäre halt cool, wenn es halt hier auch so Büsche geben würde oder so. Ich meine, kriegt man ja hin. Und ich fände... Büsche und so realistischer an so einer Stelle als immer ein Heuhaufen oder hingekarrten Heuhaufen. Ich hab da noch ein Feuer gehabt, übersehen. Wir wollten eh noch im Wasserfall gucken, was da ist. Oh nein. Das war jetzt nicht deine Glanzleistung, du Idiot. Okay, also... manchmal ist die Steuerung dann doch... interessant. Aber einige Aussichtspunkte, die irgendwo und nirgendwo waren, hat nicht zum Reinspringen. Sie spinnt. In jeder Gritze und Höhle.